Moin ihr Lieben, schön, dass ihr am Start seid. Es geht nach Bonn, Haval Grill von Qatar testen. Und ich sage euch vorher schon, es gibt keine Vorschusslorbeeren wegen irgendwie großen Namen. Wenn scheiße schmeckt, schmeckt scheiße. Ganz egal, also ich bin ehrlich bei der Bewertung. Ich warte jetzt auf meine Bahn, dreiviertel Stunde, dann geht's mit dem EC nach Bonn. Ja, nach Bonn. Wir wissen langsam, dass es nach Bonn geht. Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, ich schiele immer. Ich nehme mit Handy auf, also wenn ich schiele, sagt es in den... Schreibt das mal in die Kommentare. Ich schwöre es euch, ich komme, sieht so aus, als wenn ich schiele. Na, egal. Ihr habt es ausgesucht in den Kommentaren. Also haut gerne nochmal raus, wo es als nächstes hingehen soll. Dann baller ich dahin, mach danach wieder Instagram-Wahl. Gucken wir mal, also haut die Kommentare voll. Nächste Idee, nächstes Ziel. Dann geht's dahin. Ja, und jetzt noch dreiviertel Stunde warten und dann geht's weiter. Yummy, yummy, saftig. Ich muss die Zeit eben überbrücken. Bahn kommt erst. Ja, jetzt habe ich weniger Zeit eigentlich. Jetzt habe ich schon nur noch wenig Zeit, also muss Gas geben. Bahn kommt gleich. Sorry, dass ich beim Essen hier die Aufnahme mache. Aber ich muss Gas geben. Weil wenn ich zu spät in Bonn beim Köftefuß bin, dann ist wenig Licht, also dann wird es dunkel langsam, das ist scheiße. Das heißt, ich würde erst ins Hotel morgen die Aufnahme machen, aber ich werde Gas geben, zur Not mit dem Taxi sprinten. Also wünsche mir Glück, dass es noch heute klappt. Ich würde es gerne heute aufnehmen. Und jetzt muss ich weiter Gas geben, dann bin ich die Bahn gleich weg. Okay, Sitzplatz ist gesichert. Ich dachte eben schon, ich kriege keinen Platz mehr, aber viele sind noch ausgeschieden. Ja, saftig, knaftig, Platz suchen. 4,5 Stunden Fahrt, gar kein Bock ist. Aber muss man durch. Über Köln, Richtung Stuttgart. Glaube ich schon. Fahrt geht los. Kurzer Toilettencheck. Muss sein, kurzer Check. Also ich muss sagen, für eine Toilette wirklich atemberaubend sauber, also in der Bahn. In der Bahn natürlich. Also da habe ich anderes erlebt. Das ist natürlich auch nicht das Einfachste. Hier alle 5 Minuten kann man natürlich nicht durchwienern. Naja, so, immer so aufmachen, das ist ja wohl klar. Ne? Also öffentliche Toilette fasst man nicht so an. Hände waschen und dann so daran, das macht ja keinen Sinn. So, kurzer Toilettencheck muss sein. Zum Glück habe ich zu Hause noch geschissen, Jungs, das ist so, geht von alleine zu. Ich muss mir natürlich auch ein bisschen zusammenreißen hier. In der Wortwahl gekotet, sollte man besser sagen, gekotet. Ich bin am Start, Bonn Hauptbahnhof angekommen. Und ich sage euch ehrlich, es ist ja, ich hatte ja Angst, dass ich zu spät komme, aber alles easy, obwohl die Bahn 40 Minuten Verspätung hatte. Also scheiß Deutsche Bahn, kann ich mal ehrlich sagen. Na, jetzt geht's. Sorry, verschluckt jetzt nichts ab. Zum Haval Grill, ich bin gespannt, ich habe Hunger, alles perfekt. Schauen wir mal. Ich fight mich jetzt durch bis zum Köftespieß, 450 Meter noch. Ich verrate euch jetzt mal ein Geheimnis. Also immer, wenn ich so eine YouTube-Aufnahme habe, ich stink wie ein Schwein. Ich stink auch jetzt schon wieder so heftig wie ein Schwein. Also mit Müttern hier heute in Bonn wird nichts mehr, sage ich euch ehrlich. Ja, vielleicht auf Ehrenbruderbasis, könnt ihr in die Kommentare schreiben, falls ihr eine Mutter habt, so Mutter vom Abonnenten-Style, ja, auf Win-Win, so dann schreibt. Wir haben alle was davon. Wir lernen uns dann vielleicht ein bisschen näher kennen. Ja, wäre ich am Start. Haval Köftespieß angekommen. Ich bin gespannt. Ohne Scheiß. Adana, / Köftespieß-Experte, wird jetzt Bestellung aufgeben. Die Jungs wissen Bescheid. Ich muss den Spruch jetzt einmal bringen, weil er ist ja Standard. Du kennst ihn bestimmt. Haval, Bruder, gib mir einfach nur Köftespieß. Ohne viel Reden. Und diese Ayran zum Zapfen, bitte. Sehr gerne. Ayran zum Zapfen. Darf ich dir eine Frage noch stellen? Bitte. Kannst du das Geheimnis sagen von eurem Köftespieß? Warum soll er besser sein als die anderen? Warum soll er so gut sein? Das ist so gut, weil unser Chef es erfunden hat. Also das hat doch keiner im Deutschland gemacht. Ja. Wahrscheinlich. Also Spezialrezept halt auch wahrscheinlich, ne? Genau. Okay, ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt. Wie lange dauert ungefähr, wenn man Bestellung aufgibt? 2 Minuten. 2 Minuten, dann bleibe ich eben hier stehen, ne? Jawohl. Perfekt. Für was darf alles an Salat? Salat hätte ich, ja, mach einfach ruhig alles. Mach ruhig alles rauf. Scharfe Soße, Tzatziki. Ganz standardgemäß. Vielleicht noch ein klein bisschen Käse, kannst du? Ich esse dann hier drüben, ne? So, den bringen wir mal schon mal hier hin. Hier wird gleich gespeist. Sag mal ehrlich, wie ist denn so Qatar als Chef? Ist er cool drauf? Ja, der ist sehr nett. Ja? Der macht das richtig. Ja, glaube ich. Ja. Also als Chef hat er auf jeden Fall gutes Talent, ja? Richtig. Hat er dir schon mal was vorgerappt?
vor Grace noch nicht, aber der hat es, glaube ich, vor. Ja. So, danke dir. So, dann werde ich mal schauen. Ich bin gespannt. Gerne. Dankeschön. Guten Appetit. Danke, danke. Und man muss sagen, es ist halt hier ziemlich spartanisch. Es ist jetzt nicht so Restaurant-Feeling in dem Sinne. Man hat hier halt nur 3 Tische. Okay, es stört mich aber überhaupt nicht. Ich bin jetzt nicht irgendjemand, der, ja, keine Ahnung, hier dick auffahren muss und ja, schönes Ambiente muss nicht sein. Nehme ich mit. So, aber ist mir jetzt nicht so wichtig. So sieht das jetzt aus. Also, ja, was soll man sagen? Liebevoll ist was anderes. Ich weiß jetzt nicht, wie gut man das machen kann, wenn es in so einer Box ist. Da gibt es jetzt nicht so viele Möglichkeiten. Aber habe ich auch schon besser gesehen. Salat gibt es dazu. Alter, so eine Scheiße. Ich habe mir Käse noch aufmachen lassen, ganz normal. Alles drauf. Er fokussiert jetzt gerade nicht richtig. Er soll mal fokussieren. Also Tzatziki scharf, ganz normal, ganz klassisch. Ich werde jetzt erstmal testen. Ich bin sehr gespannt. Ich muss sagen noch, Leute. Jetzt erstmal zum Ayran. Ich habe eben kurz probiert. Okay. Ayran kann ich euch schon mal sagen. Wir waren heute bei dem Thema knallhartes Urteil. Und ich muss sagen, Ayran ist ein bisschen wässrig. Nicht, ja, es ist nicht so, dass er nicht schmeckt, aber er ist ein bisschen wässrig. So, das vorab zum Ayran schon mal. So, jetzt werde ich es mir erstmal schmecken lassen. Preis. So, also zum Preis dafür auch nochmal danke an euch für die Kommentare. Beim Wachtel-Imbiss habe ich vergessen, die Preise zu sagen. 99 für diese Portion. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, ich musste mal gucken, ob hier Ayran auch mit drin war. Also wie es aussieht, Ayran oben drauf, 2 Euro noch. Aber anscheinend all you can drink. Anscheinend all you can drink. Also wir sind bei 11,90. 11,90 für diese Portion. Ich bin sehr gespannt. So, Essen durch. Ich habe euch ein knallhartes Urteil versprochen. Und das kriegt ihr auch. Ich muss dazu immer sagen, natürlich, Geschmack ist verschieden. Geschmack lässt sich nicht drüber streiten. Der eine mag so, der andere mag so. Ich bin Adana-Experte und das sage ich nicht nur so. Ich habe wirklich sehr viele Adanas getestet. Dementsprechend Köftespieße, das ist ja das Gleiche. Dieser Köftespieß war für mich, ich fange anders an, dieser Köftespieß war für mich nichts Besonderes. Also er war nicht, ich muss sagen, ich bin nicht besonders begeistert. Also es war jetzt nicht so, dass er nicht geschmeckt hat, aber er war nicht, dass er mich irgendwie von den Socken gehauen hat oder so. Ich fand ihn jetzt nicht so berauschend. Ja, das ist der richtige Ausdruck. Leichte Chili-Note, leicht Paprika, leicht rauchig, aber im Endeffekt recht geschmacksneutral. Also es war jetzt nicht so, dass irgendwie eine Geschmacksexplosion kam, irgendwie sowas mich vom Hocker gehauen hat. Da habe ich schon um einiges bessere Köftespieße gegessen. Pommes, so lala. Hätte ein bisschen krosser gekonnt, war jetzt auch nichts Großartiges. Was mir sehr gut geschmeckt hat, war die scharfe Soße. Die war ein bisschen anders als so, wie ich sie kenne. Und die war sehr lecker, sehr gut. Die war im Salat halt drin. Ayran, leicht wässrig, wie schon erwähnt. Gesamturteil von mir, leider nicht so gut. Anders kann ich nicht sagen. Das ist mein knallhartes Urteil zum Qatar Köftespieß. Hotelsuche beendet, das wird sein, ich sage euch ehrlich, wenn ich ein Hotel buche, dann gucke ich ins Internet und nehme das günstigste. Ich bin Sparfuchs, ich schwör's euch. Ja, ich hau da einfach nicht so viel Geld für raus, keine Ahnung, ist mir nicht so wichtig. So, jetzt schauen wir mal. Ja, sieht auch gut hier aus. Guten Tag, Hallöchen. Dann kannst du losgehen hier. Jetzt geht's ab hier. Treppensteigen. Ich sage euch ehrlich, mein oberstes Gebot, solange ich noch laufen kann, nämlich wenn es geht, immer die Treppen. Scheiß drauf. Dritten Stock, mal gucken, ich zeige euch gleich das Zimmer. So läuft der Hase, mein Freund. 3,16. Oldschool, Alter. Keine Karte, gar nichts. So lobe ich mir das. So sieht's aus. 81 Euro. Ja, was soll ich dazu sagen? Also, es ist jetzt nicht so luxuriös, ne? Aber wie ich schon gesagt habe, eben in meiner Instagram-Story, die werde ich hier, habe ich hier jetzt, glaube ich, auch noch mal ins YouTube-Video reingehauen. Wo ist jetzt hier?
Ja, ich bin da sparsam. Scheiß drauf, was das, was der Scheiß hier hergibt. Ich kann duschen. Okay, nicht mal eine richtige Dusche, aber egal. Ich kann duschen, ich kann alles, ich kann scheißen. Wenn ich will, kann ich mir auch noch einen runterholen. Ja, und das macht alles her hier. Langt doch. So, was wollte ich jetzt noch sagen? Keine Ahnung. Habe ich schon wieder verplant. Ach so, habe ich gesagt 81 Euro? Ja, ich wollte ein günstigeres eigentlich. Also so günstig finde ich das gar nicht. Das ist schon wieder ein stolzer Preis für das Zimmer. Um jetzt erstmal diesen Vlog abzuschließen, ich mache es jetzt hier mal auf 0815 mit dem Handy wieder. Ich hoffe, das war in Ordnung. Könnt ihr auch gerne nochmal einen Kommentar abgeben, ob das mit dem Handy in Ordnung war, Sound in Ordnung war und so weiter und so fort. Leute, mir hat Spaß gemacht. Köftespiel ist knallhartes Urteil. Hätte ich selber nicht mit gerechnet. Ich habe mit was Besserem gerechnet. Also ich habe gedacht, ich gehe begeistert da raus, aber ich sag so, wie es ist. Ja. Also ich glaube, es ist alles gesagt. Lasst mir ein Abo da, lasst mir einen Kommentar da, einen Daumen oben. Macht die Glocke an und ich sage bis zum nächsten Mal. Ich muss eigentlich stehen, das nehme ich jetzt eigentlich hinterher auf. Aber das muss ich noch loswerden. Die Rezeptionsfrau. Ein Gedicht. Also falls du das sehen solltest, liebe Rezeptionsfrau, was sehr unwahrscheinlich ist, lass mir deine Nummer bei den Kommentaren da. Das wäre absolut Ehre.